Hallihallo, willkommen zurück zu Java. Ja, weiter geht's mit unseren Generics. Und zwar möchte ich euch diesmal zeigen, dass man durchaus auch Tupel davon bilden kann. Was sind denn jetzt Tupel, denkt ihr euch vielleicht? Tupel sind quasi, dass man mehrere Generics in einer Klasse vereint. In dem Fall. Also ich meine damit, dass wir hier zum Beispiel noch eine zweite generische Klasse, die B heißt oder T oder S, ja S am besten, Value 2. Dass wir nicht nur eins speichern, sondern zwei von denen. Und dieses S kann dann auch spezielle Typschranken erfüllen. Also letztes Mal hatten wir hier eben diese Typschranke, dass es ein Super sein muss und ein Super 2. Super 2 ist ein Interface, Super ist eine normale Klasse, die halt eine Foo-Methode definiert. Und ja, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, noch eine weitere Klasse anzugeben. Ich habe die jetzt hier mal S genannt. Und das tun wir einfach, indem wir hier ein Komma setzen und dann schreiben wir S. Und S kann jetzt aktuell gerade eine beliebige Klasse sein. Kann man natürlich auch wieder mit irgendwelchen Typschranken ja, genauer beschreiben. Ich schreibe hier einfach mal ein Super hin. Kann aber irgendwas sein. Also es muss nicht dasselbe sein wie hier drüben. Es kann einfach beliebig irgendwas sein. Zum Beispiel auch ein, was möchte ich denn jetzt extenden? Zum Beispiel ein Comparable. Ein Comparable von Java Language. Und dieses Comparable ist selbst wieder ein Generic. Und das Interessante ist jetzt, dass wir quasi, also wir sind hier in der Definition von einem Generic drin, haben schon unsere erste Klasse definiert, das ist hier vorne gewesen. Jetzt definieren wir unsere zweite generische Variable hier quasi. Und die ist vom Typ Comparable, also ein Subtyp von Comparable, aber dieses Subtyp hier ist selbst wieder ein Generic. Das heißt, wir können hier wieder was eintragen, wie zum Beispiel S. Das bedeutet, S kann sich selbst mit S vergleichen. Und ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil wir haben keine Klasse, die das kann. Das möchte ich euch auch nicht alles zeigen. Ich habe das in einem anderen Video mal mit den Trees von Java, habe ich das mal gezeigt, wie das funktioniert mit den Comparables. Deswegen werde ich das jetzt hier einfach ändern. Nur, dass ihr seht, dass da auch wirklich ein Generic drinstehen kann, hinten drin. Das ist völlig egal. Ja, jetzt haben wir hier einfach ein Super und das bedeutet, ich kann hier auch für unser S-Value 2.foo aufrufen, denn es ist ja ein Super. Und jetzt haben wir hier natürlich wieder ein Problem, aber jetzt können wir hier statt Sub, können wir hier direkt Super angeben. Und dann geben wir hier gains.value 2. Wenn wir jetzt hier direkt die FooFoo-Methode aufgerufen hätten, hätten wir natürlich ein Problem, weil wir unser Value 2 nicht definiert haben. Das heißt, wir hätten hier einen Null-Pointer bekommen. Das wäre nicht so schön gewesen. So, und jetzt sehen wir, dass hier tatsächlich alles in der Reihenfolge ausgegeben wird, wie wir es gerne hätten. Gut, also das ist quasi sozusagen ein kleines Tupel oder Paar oder wie auch immer ihr es nennen wollt, eine mehrere generische Klasse, was auch immer. Ihr könnt hier natürlich noch beliebige andere V-Extents, was weiß ich was. Was weiß ich. Und dann noch ein X, ein Y und ein Z eingeben, so viele wie ihr halt braucht. Und das sind dann tatsächlich alles generische Klassen, mit denen ihr hier drin irgendwas machen könnt. Also ihr seht, Generics sind wirklich mächtig. Aber ich glaube, mehr als zwei braucht man wirklich selten. Ja. Okay, gut. So, ich möchte euch jetzt natürlich noch mehr dazu zeigen. Das wäre jetzt ein bisschen wenig für ein Video gewesen. Und deswegen werde ich hier jetzt mal ein bisschen aufräumen. Und zwar das hier rausschmeißen. So, und ja, jetzt möchte ich euch noch zeigen, man kann natürlich diese Klasse auch zum Erben benutzen. Also diese Genklasse hier, von der kann man erben, durchaus. Und ja. Das probieren wir hier tatsächlich einfach mal aus. Public Class. Ich habe heute irgendwie ein Problem im Schreiben. Subgen. Und das ist auch ein Generic. Und jetzt müssen wir natürlich vorsichtig sein. Also ich mache hier vielleicht mal eine Typschranke raus. Nur ein Super 2, bitte. So. Okay, dieses T ist jetzt ein Super. Das heißt, wir können alle Methoden, die von Super sind, können wir aufrufen. Wir können aber nicht mehr aufrufen, weil wir nicht wissen, ob es den Typ dann tatsächlich auch noch hat. Wir können nur das aufrufen, was super hat. Im Moment aktuell eine Foo-Methode. Und ja, das hier gibt natürlich einen Fehler. Das ist noch von vorhin drin. So. Gut. Jetzt dieses Subgen soll von diesem Gen erben. Was bedeutet das für uns? Naja, wenn wir die Typschranken gleich lassen, dann können wir hier tatsächlich einfach einen T wieder angeben, das ein Super ist, Extens Super. Und diese Klasse hier, dieses Subgen, kann dann ganz einfach von der Genklasse erben, Extens Gen von
Und jetzt geben wir hier einfach unser T wieder an. Denn dieses T ist ja dann automatisch hier oben eingetragen und ja, gut ist. So, genau. Ja, ich weiß, dass es in seine eigene Datei gehört, aber ich möchte das gerne unten drunter haben, damit man das auch sehen kann, was ich hier tue. Also diesen Fehler bitte einfach hier ignorieren. Ja, wenn wir jetzt aber spezieller werden wollen, dann geht das immer. Spezieller dürfen wir, aber wir dürfen niemals allgemeiner werden. Das heißt, wir dürfen hier ein Sub eintragen. Denn ein Sub, also wir sehen, der Fehler ist immer noch, dass es in eine eigene Datei gehört. Denn ein Sub ist immer ein Super. Das heißt, wenn ich hier auch ein Super 2 reinschreibe, dann wissen wir ja, dass es sowohl ein Super als auch ein Super 2 sein muss. Und das geht immer noch, weil ein Sub ist beides. Das haben wir hier reingeschrieben. Und deswegen dürfen wir das machen. Wir dürfen jetzt hier erben und wir können hier drin auch this.fufu aufrufen. Allerdings haben wir keine Methode, in der wir es machen können gerade. Und wir haben auch dieses t-value hier drin, wo gespeichert wird. So, wenn wir jetzt das andersrum machen, zum Beispiel hier oben ein Sub reinstecken und hier ein Super, dann haben wir ein Problem. Weil dann kriegen wir einen richtigen Fehler, einen bösen. Hier. Ah, dann kommt da hinten der Fehler, okay. Ein Bound Mismatch, und zwar, dass eben ein T, das wir hier unten angegeben haben, ist ein Super, aber es ist kein Sub und kein Super 2, was implizit dazugehört. Ja, deswegen haben wir hier natürlich dann ein Problem. Das heißt, wir dürfen niemals allgemeiner werden, aber immer spezieller. Das heißt, andersrum geht's, und deswegen tue ich das mal wieder ändern. So. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist, wenn ich hier gar nichts angebe. Naja, die Typschranke ist dann immer noch vorhanden, man schreibt sie nur nicht hin. Das ist dann sozusagen Object. Ein Object ist, quasi einfach die Oberklasse von allem in Java. Außer von primitiven Datentypen wie Integer, Char und, also wirklich Int, kleingeschrieben, Integer selber. Das hier meine ich nicht, ich meine das hier. Also das hat keine Oberklasse, das ist ein primitiver Datentyp. Sowohl Char als auch Boolean sind Primitiven. Alle, die so aussehen, sind tatsächlich Primitive, wobei String, wie ihr seht, hat auch Object als Oberklasse. Gut, ja, also so ist einfach hier dasselbe, wie wenn ich Extends Object hinschreiben würde. Und dann sehen wir, wir kriegen hier keinen Fehler, das heißt, das funktioniert alles. Wir können hier nur diese Methode nicht mehr aufrufen. Gut, ich mache das mal alles wieder hier rückgängig. So, jetzt stimmt's. Gut, also wie gesagt, wenn man nichts hinschreibt, dann ist es Object, und ansonsten immer schauen, dass man spezieller wird und nicht allgemeiner. Also sprich, man darf immer Unterklassen angeben, aber niemals die Oberklassen, wenn man erbt. Gut, ja, das war's für dieses Video wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kommt jetzt mit Generics fast perfekt klar. Ein paar Videos oder ein, zwei Videos werde ich dazu noch machen. Zu Wildcards habe ich euch ja schon versprochen und vielleicht zu generischen Methoden. Und ja, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.